Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Kameraporträt. Auch diesmal wieder im Rahmen unserer fantastischen TLR-Wochen. Ja, für mich noch relativ neues Terrain. Ich dringe aber immer tiefer ein und erarbeite mir immer mehr und ja, mag die Dinge auch immer mehr. Auch das muss man ganz offen sagen. Und einer der Menschen, die mit zu dieser Liebe beigetragen haben, auch ein Zuschauer, wohl kein regelmäßiger, aber ich hoffe, dass er diese Folge sieht, ist der Herr Ott. Und der hat mich eines Tages angeschrieben und hat gesagt, ich fotografiere überhaupt kein Mittelformat, ich mache viel lieber Kleinbild, aber ich habe von meinem Vater noch eine Mittelformatkamera. Und da ich glaube, dass die Kamera bei Ihnen in guten Händen ist, würde es mich freuen, wenn die Kamera den Weg zu Ihnen findet. Und das sind dann so Momente, ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt, mit dem Paket vom Stefan. Und auch diesmal ist das wieder so gewesen, dass ich kann das hier in so einem Video gar nicht richtig rüberbringen. Weil das dann immer so, es bewegt mich sehr. Das klingt dann, ist aber wirklich, es klingt pathetisch, aber es ist wirklich so. Ich weiß dann im ersten Moment oft überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll und wie ich da adäquat darauf reagieren soll. Natürlich freut mich das unheimlich und das spornt mich auch an, also wirklich ein tolles Zuhause für die Kamera zu werden oder zu sein, die mir dann anvertraut wird. Und das ist bei Reparaturkameras, die hier ins Sanatorium kommen, auch nicht unbedingt anders. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das dann hier im Video sage, dann klingt es so aufgesagt. Und das liegt aber daran, dass diese Videodrehsituation mit den Scheinwerfern, den Kameras einfach sowas vom realen Leben abgekoppelt das ist. Ich bin mir ja sehr bewusst, dass ich gerade hier sitze und zu euch spreche und ein Video drehe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Kamera ist zu mir gekommen und hat eine erste Überarbeitung erfahren. Und dazu wird es wahrscheinlich auch ein Video geben, mit ganz großer Sicherheit. Es ist zurzeit noch ein neuer Spiegel bestellt in den USA, weil der schon ein bisschen matt ist und an den Verschluss, da werde ich nochmal ran müssen, der hängt ein bisschen so eine Drittelblendenstufe hinterher und da wollen wir noch ein bisschen Training machen. Ja, und jetzt spanne ich euch nicht mehr lang auf die Folter, ist auch Quatsch, weil es steht schon im Titel. Wir begeben uns in die Creme de la Creme-Klasse der zweiäugigen Spiegelreflexkameras und nehmen uns heute die erste Rolleiflex vor. In dem Fall nicht ganz die erste. Da gab es seit 1929 einen Prototyp und dann in der Folge schon einige Vorgängermodelle. Das ist die erste Variante Rolleiflex Automat, also die erste Variante, die dann diesen Filmdicke Abtaster hatte, die also selbstständig rausfinden kann, wo der Film anfängt und dann das automatische Zählwerk danach einrichtet. Eine tolle Funktion. Wer mal gerne tiefer in die Vielzahl der Rolleiflex und Rolleicord Kameramodelle eintauchen will, dem sei diese Webseite hier empfohlen. Ich scroll da mal so ganz flott durch. Kriegt ihr einen Eindruck, wie viele verschiedene unterscheidungswürdige Modelle es da gab. Dazwischen kamen dann noch eine ganze Menge Varianten, die nicht für eine Modellunterscheidung gereicht haben. Aber die Firma Rollei war eine Firma, die zumindest in dieser Zeit sehr an der Weiterentwicklung ihrer Produkte gearbeitet hat und alles ständig verbessert hat. Und jedes Mal gab es halt ein neues Modell. Nicht umsonst war man damals relativ marktbeherrschend, hatte da also die Speerspitze inne. Dass man dann später ziemlich viel Grütze gemacht hat, steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist auch wieder ein Thema für Fotohistoriker. Ich halte mich da raus. Ist was mir
Wumpe. Ich kümmere mich lieber heute um die Kamera und ja, somit um die Rolleiflex Automat 75 mm Carl Zeiss Jena Tessar, Offenblende 3.8, oben eine Optik mit einer Lichtstärke 2.8. Ja, und was die Kamera auszeichnet, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer im Detail an. Bevor es aber hier runter auf die Tischplatte geht für euch, erst so ein bisschen noch die historische Einordnung. Gebaut worden von 1937 bis 1939, also nicht sehr lange, das ist bei Rollei aber typisch, länger als 2 Jahre bleibt da eigentlich kein Modell unverändert, unbearbeitet. Die Aufnahmelinse Tessar 3.5, 75 mm hatten wir schon. Das Cytoskop-Anastigmat 2.8, 75 mm auf Sucherobjektiv sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Ein Compo-Rapid-Verschluss arbeitet unten als Verschlusseinheit, reicht von der 500stel Sekunde bis hin zur Sekunde. B und T sind auch mit an Bord. Das Ganze voll blitzsynchronisiert. Die Blitzsynchronbuchse hier wurde nachträglich modifiziert, sodass man hier also auch synchron blitzen kann. Relativ leicht für eine Rolleiflex, 850 Gramm. Das ist nicht viel und manche von den etwas einfacheren Kameras sind dann ein Stück schwerer. Wir haben einen automatisch aufspringenden Sucher mit einer Gitter-Mattscheibe, hier, wie man sieht, noch kein Fresnel verbaut. Da warte ich noch auf Fresnel in der richtigen Größe, da will ich den Sucher komplett abdecken, denn die Kamera hat einen Parallaxenausgleich. Das heißt, da werden zwei Metallstreifen je nach Fokusstand eingeblendet oben und unten in den Sucher, sodass man immer sieht, welcher Ausschnitt dem entspricht, was das Objektiv sieht. Die Kamera konnte ausgerüstet werden mit einem Planfilmrückteil. Da konnte man 6x6 cm Planfilmplatten mitbelichten. Und genauso war es möglich mit der Rolleikin-Erweiterung für Kinefilm, also 35 mm perforierten Standardfilm Typ 135 in der Kamera verwenden. Auch dafür gibt es dann ein eigenes anderes Filmback, einen separaten Bildstandszähler und die entsprechenden Adapter im Inneren, um die Filmpatrone aufzunehmen und den Film aufzuspulen auf der Nehmerseite. Die Rolleiflex Automat war die erste Kamera, die dann hier dieses Rollei-typische Bajonett eingeführt hat. In dem Fall nur rund um das Aufnahmeobjektiv. Das Sucherobjektiv hat einen normalen Filtergewinde. Wobei man natürlich bei der Rolleiflex oder überhaupt bei zweieugigen Spiegelreflexkameras selten Filter vor die Sucherlinse schraubt. Das Einzige, was man da aufsetzt, sind dann die Nahlinsen, die Rolleinare, um Makroaufnahmen oder Ähnliches anfertigen zu können. Ja, da das fest verbaute Objektive sind, muss man sich mit Vorsatzlinsen helfen, wenn man eben dann die Brennweite verändern will oder die Naheinstellungsdistanz. Die ist bei der Kamera bei im Standardmodus bei, ich glaube, 80 cm. 80 cm Naheinstellungsgrenze. Zwischen diesen 80 cm und ich sag mal 1,20 m in etwa spielt die Parallaxe eine Rolle, darüber hinaus eigentlich nicht. Einige der wenigen zweieugigen Spiegelreflexkameras mit einem Kurbelantrieb für den Film finde ich persönlich sehr angenehm. Das macht die Arbeit dann doch ein bisschen schneller als das Vorspulen mit einem Knopf und dann immer im Rotfenster oder auf einem Zähler gucken müssen, wo bin ich denn eigentlich. Hier habe ich einen Kurbelvortrieb mit einem automatischen Stopp. Das ist natürlich realisiert durch dieses geniale Filmdicken-Messprinzip. Rollen einfach zwei Laufrollen über den Film und der Abstand ergibt die Dicke des Films und das ist dann gekoppelt an eine Hebelmechanik, die befindet sich hier im Inneren der
Aufzugsseite und dann weiß die Kamera, ich kuppel jetzt den Zähler und den tatsächlichen Transport zusammen und dann zählt die Kamera schön die Bilder mit. So, an technischen Details war es das. Jetzt geht's auf den Tisch und wir gucken uns die Kamera genauer an. Da der Sucher schon so schön ausgeklappt ist, gucken wir da mal eben rein. Ich hoffe, dass man jetzt ein bisschen was sehen kann. Also da oben ist eine Gitternetzlinie drin. Wir haben die Möglichkeit, hier die Lupe reinzuschwenken. Und wenn ich diese Sucherlupe wieder runterklappe, dann habe ich noch eine zweite Funktion, denn hier an der Seite ist noch ein kleiner Hebel. Und wenn ich den bediene, dann klappt hier eine Platte hoch. Wenn ich ihn richtig bediene, rastet die auch ein. So, dann klappt hier eine Klappe hoch. Jetzt denkt man auf den ersten Blick, super Idee, jetzt sehe ich also gar nichts mehr. Aber wenn man dann hier durch die Kombination von Lupe und dieser Linse schaut, dann schaut man tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera vielleicht erkennen kann, man schaut tatsächlich wieder auf die Mattscheibe und dann funktioniert das Ganze im Prinzip ähnlich wie ein Prisma. Das Bild ist dann gespiegelt. Es steht auf dem Kopf, aber dafür ist es seitenrichtig. Jetzt habe ich tatsächlich so eine richtige Art Suche, durch den ich durchgucken kann. Und da sehe ich mein Mattscheibenbild und ich sehe, wann und wie ich fokussiert habe. Das finde ich ein ganz schön faszinierendes Prinzip. Bei der nächsten Variante des Suchers ist dann das Feld hier oben noch offen. Dann habe ich also quasi hier nochmal einen Durchblick. Also einen Sucher zum Fokussieren und einen zum Framen. Auf der rechten Kameraseite finden wir die Aufzugskurbel. Wir finden hier das Zählfenster, die Bildstandsanzeige und hier oben eine Entriegelung für die Rückwand, falls ich die abnehmen und austauschen möchte oder zum Filmladen, um einfacheren Zugang zu haben. Und wir haben hier zwei Ösen für den Trageriemen. Der Filmtransport bei der Rollei funktioniert folgendermaßen. Bei der Drehung der Kurbel wird im unteren Teil der Aufzug bedient und der Verschluss gespannt. Ich drehe dann wieder zurück in die Neutralposition, kann den Hebel dann wegklappen und jetzt ist die Kamera quasi gespannt. Das Filmmaterial ist ein Bild weiter transportiert worden und ich kann hier entsprechend auslösen. Auf der anderen Seite haben wir zwei federgelagerte Positionen für die Filmrollen, einmal die Aufnahmespule, einmal die Geberspule und wir haben hier den Fokustrieb, den Fokusknopf mit einer relativ rudimentären Schiefentärfeanzeige. Ja, das heißt natürlich Schärfentiefeanzeige, aber warum soll man nicht mal das Wort Schiefentärfe etablieren? Oder Terfenschiefe? Auf der Vorderseite der Kamera findet sich einiges. Der vorhin schon angesprochene nachgerüstete Blitz-Synchronport. Wir haben hier den Anschluss für den Drahtauslöser. Der ist nicht in den Auslöser integriert. Der befindet sich hier drüben, gesichert durch ein zusätzliches Element, was drüber geschoben werden kann. Wir haben hier den Selbstauslöser, den Vorlauf. Der wird automatisch mit dem Verschluss gespannt und ich muss nur den kleinen Knopf hier nach rechts rüberschieben und dann beginnt er zu laufen. Auch eine Baustelle, die wir an der Kamera noch angehen müssen, der ist sehr zähflüssig. Aber wie gesagt, das ist Work in Progress. Wir werden uns das definitiv nochmal von innen angucken. Ja, Rollei-typisch oder Rollei-Flex-typisch, diese beiden Bedienräder. Damit wird Verschlusszeit und Blende eingestellt. Und was ich da einstelle, das sieht man hier oben in diesem kleinen Fenster. Wenn ich hier an dem einen Rädchen drehe, dann verändere ich die Verschlusszeit und drehe ich an dem anderen Rädchen, verändere ich die Blende. Bei der Rollei Flex Automat sind die beiden noch nicht gekuppelt. Es gibt spätere Modelle, da sind die dann auch miteinander verbunden. Und ich regle die Belichtung dann über den Belichtungswert in EV.
Neben den Verschlusszeiten von der Sekunde bis zur 500stel gibt es auch noch Balb. Und die 500stel hat die Eigenart und die Besonderheit, dass da ein großes Stück zwischen ist und man muss auch einen relativ großen Widerstand überwinden, um die 500stel einzustellen. Das ist aber kein Defekt, sondern liegt einfach daran, dass eine zusätzliche Feder im Inneren gespannt werden muss. Auf der Unterseite gibt es diesen sehr Rollei-typischen, formschönen Knebelverschluss. Der funktioniert folgendermaßen, dass jetzt diese Lasche, die quasi die Rückwand und die Frontstandarte miteinander verbindet, dass die gespannt ist. Wenn ich den Knebel jetzt hier rüberschiebe, gerade hier an einen ersten Anschlag, ab da wird es ein bisschen schwieriger. Und wenn ich dann noch weiter schiebe, wird hier unten eben über den Exzenter diese Zunge rausgeschoben. Und jetzt ist die sehr einfach zu öffnen. Und wenn das Ganze verschlossen ist, dann wird diese Zunge wieder rangezogen und verriegelt quasi so die Rückwand. Und es gibt jetzt eigentlich keine Möglichkeit, außer mit roher Gewalt, diese Rückwand zu öffnen, sodass man versehentlich den Film ruinieren würde. Dazu muss also, wie gesagt, immer erst dieser Hebel geschoben werden, dieser Knebel, und dann kann ich das Ganze hier entriegeln. Filmtür öffnet nach oben, nicht sonderlich weit, dafür eben auch die Möglichkeit, die Filmtür hier zu entriegeln. Dann kann ich sie einfach rausnehmen und entsprechend austauschen gegen eine Rollei-Kinn, Rückwand oder eben gegen die Platten-Rückwand. Lassen wir das Ganze noch ein bisschen auf, dann sehen wir hier den Bereich für die Filmgeberspule und wir sehen hier den Bereich für die Filmaufnahmespule. Und hier, diese beiden Rollen, sind die Besonderheit der Rolleiflex, der automatischen Filmbildzählung. Das Rückpapiermaterial muss nämlich nicht wie bei allen anderen Kameras üblich hier über die Rollen gelegt werden, sondern zwischen den ersten beiden Rollen durchlaufen, also unter der obersten Rolle durch, dann über die nächste Rolle drüber und somit kann die Filmdicke dann gemessen werden und, wie ich das vorhin schon erklärt habe, hier auf der Seite ein paar Hebel in Bewegung setzen und dann funktioniert der Aufzug, der Filmtransport und das Bildzählen quasi vollautomatisch synchronisiert. So, drin verriegelt, zugemacht und auch hier verriegelt. Ja, an Bedienelementen war es das. Ja, und dann bleibt die Frage, wie fotografiert es sich mit einer Rolleiflex aus dem Jahr 1939 heute in der Praxis? Erstaunlich modern. Also ja, es ist eine zweiäugige Spiegelreflexkamera mit einem Lichtschachtsucher. Ich gucke nach unten statt auf das Motiv. Alles okay. Dennoch ist die Bedienung sowas von geschmeidig und einleuchtend. Die Verarbeitung der Kamera ist tatsächlich auf allerhöchstem Niveau. Daran gibt es überhaupt nichts zu meckern. Es gibt keine einzige Stelle, die ich hier als Schwachpunkt kritisieren würde, außer vielleicht der etwas dunklen Mattscheibe. Das haben andere wesentlich heller hingekriegt. Und wenn man eine hellere Mattscheibe will, dann geht das bei der Rolleiflex richtig ins Geld. Auch die Tatsache des Erhaltungszustands, also wie so eine Kamera aussieht, gut, die ist natürlich wirklich pfleglich behandelt worden, aber davon ganz abgesehen, auch wenn man da reinguckt, man ist erstaunt, wie modern und zeitgemäß da die Verarbeitung wirkt. Auch die Anbauteile hier, die Mechaniken, das ist alles wirklich tipptopp. Die älteren Rolleiflex-Modelle sind definitiv noch relativ günstig zu bekommen im Vergleich zu dem, was die späteren Modelle angeht, gerade ab der GX. Also das sind ja eigentlich dann gar keine echten Rolleiflexen mehr, sondern Nachbauten für Sammler. Ab da wird es unsinnig, also im wahrsten Sinne des Wortes idiotisch. Ich weiß nicht, was einen reiten muss, um für so eine Kamera dann 4.500 und 2.500 Euro auszugeben, mit der ich dann nicht mal fotografiere. Das ist mir einfach bar jeder Vernunft und bar jedes Verständnisses. Aber des Menschen Willen ist sein Himmelreich und von so her darf bitte jeder machen, was er möchte. Dass ich es nicht nachvollziehen kann, heißt ja nicht, dass niemand das nachvollziehen kann, aber
Ja, ich finde es halt keine Relation mehr zu dem, was die Kamera in der Lage ist zu leisten. Ich finde auch die Preise für die F28 ein bisschen drüber. Also um die 1000 Euro würde ich als realistisch sehen, alles drüber ist Quatsch für eine User-Kamera, für eine Vitrinenkamera. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber, und das soll tröstlich sein, die älteren und wesentlich günstigeren Rollleiflexe stehen den großen in nichts nach. Und ehrlich gesagt, diese fotografisch, dieser Unterschied zwischen 2,8er Blende und 3,5er Blende. Ja, wenn ich Porträts fotografiere, dann macht das vielleicht einen Unterschied. Ist die Rollleiflex eine gute Porträtkamera? Ganz definitiv nein. Von so her ist das eigentlich nicht, man kann Porträts machen, aber ich komme ja ganz automatisch, ich bin ja normalerweise nicht auf Augenhöhe, also dann fotografiere ich Porträts von unten, das macht wenig Sinn. Kann man natürlich alles machen und darf man auch machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rollleiflex so die Porträtkamera par excellence ist. Das ist eine sehr gute Begleiterkamera, wenn man unterwegs ist, auf Reisen, auf Städtereisen. Ich würde sie nicht unbedingt auf einen Wandertrip, sie macht das mit. Aber das ist nicht ihre Paradedisziplin. Die ist dann definitiv eher auf so einem Städtetrip. Ja, ein sehr guter Plan. Auf einem Städtetrip oder sowas, dann ist die großartig aufgehoben und macht eine richtig gute Figur. Und dann ist die 3,5er Blende beim besten Willen kein Beinbruch. Im Gegenteil, die ist wirklich scharf. Die moderne Planar-Variante mit ein paar mehr Elementen. Die ist etwas kontrastreicher, die hat ein besseres Coating. Sie ist auch letztlich schärfer, aber im Vergleich, also wenn man dann sagt, ich zahle nur ein Fünftel, ein Siebtel oder ein Zehntel, dann kriegt das Ding hier meine faustdicke Empfehlung. Rechnet damit zwischen 250 und 400 Euro für ein wirklich gut erhaltenes Modell zu bezahlen. Ein User-Modell, was funktionstüchtig ist, kriegt ihr auch mal ab 150 Euro. Also haltet da, wenn ihr euch für TLRs interessiert, die Augen definitiv auf. Es muss nicht immer eine 2,8F sein. Die Alternativen da sind mannigfaltig und weniger Spaß macht die 3,5er Automat mit Sicherheit auch nicht. Ein internen Belichtungsmesser kann ich drauf. Also ja, Daumen hoch für diese Variante und ansonsten macht ihr bitte, was ihr wollt und was euch glücklich macht und nicht, was der Onkel hier sagt. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Wie immer an dieser Stelle für euch. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.